Willkommen, meine lieben Freunde, zum GPA Season 5 Teamvorstellungsvideo, denn dieses Wochenende oder letztes Wochenende war ja der Draft und wir haben unsere Teams gedraftet und das war alles super aufregend und ich bin immer noch etwas aufgeregt, weil der Draft ist jetzt gerade hinter mir. Eigentlich sollte ich dieses Video nicht direkt nach dem Draft aufnehmen, weil eigentlich bin ich ziemlich fertig, aber ich bin gerade noch so im Hype und noch nicht müde, sodass ich jetzt das Video trotzdem aufnehmen werde, auch wenn es nicht am selben Tag kommt, denn ich muss jetzt einfach über mein Team reden. Ich habe einfach jetzt gerade das Verlangen, über das Team zu reden. Ich kann nicht noch 2-3 Tage warten. Ich werde jetzt darüber reden und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt mal. Aber zuvor auch erstmal ein großes Danke an den lieben Mikkel Bloom, der mich bei Stange gehalten hat, weil die Sache ist, wenn man so einen Stream macht und wenn dessen sich um alles kümmern muss und dann währenddessen auch noch sein eigenes Team zusammendraften muss und selber gar nicht dazu kam, wirklich eine große Kaderplanung zu machen, und vor allem bei Drafts gibt es halt tausende Snipes und was weiß ich nicht was, schafft man es dann doch nicht irgendwie, ruhig zu bleiben und dann irgendwie in Panik zu verfallen. Und ich konnte immer Mikkel anschreiben und habe halt mit ihm Sachen besprechen können. Dann hat er mich ein bisschen beruhigen können und so weiter, weil so eine klare Stimme brauchte ich halt. Letztes Mal war es ja auch der liebe Octopaul, der war diesmal nicht da. Aber ja, diesmal hat der liebe Mikkel mit mir geschrieben und deswegen auch nochmal hier große Shoutouts an ihn, denn ohne ihn wäre ich wahrscheinlich komplett verzweifelt, weil, ja, kann manchmal doch ein bisschen stressiger werden. Aber an und für sich ein super schöner Draft. Ich empfehle euch auch, den im Nachhinein noch anzuschauen. Ist, denke ich mal, ziemlich unterhaltsam. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, falls ihr ihn gesehen habt. Aber genug des Geredes, ich komme jetzt auf mein Team zu sprechen. Und ich fange auch direkt mal mit meinem First Pick an. Ich war ja in der ersten Runde an 8. Stelle und hatte dementsprechend keine gute Ausgangssituation. Denn ich wusste halt, dass sowas wie Demeteros T, was ich gerne haben wollen würde, weg sein wird. Ich wusste, dass sowas wie Megalatias weg sein wird und so weiter und so fort. Ich hatte auch noch Megadianzi im Kopf, aber ich wusste, dass sie weg sein werden und die waren auch am Ende des Tages leider weg. Und dementsprechend brauchte ich Alternativen. Ich habe über Boreos T nachgedacht, was dann aber sowieso gedraftet wurde. Und ich habe auch über Manaphy oder so nachgedacht. Aber am Ende des Tages wollte ich unbedingt Latias nehmen. Denn Latias ist jetzt kein guter First-Round-S-Rang-Pick. Aber Latias ist ein Pokémon, was super gut für Draft-Formate sind. Oder ist, weil es eben so vielfältig einsetzbar ist. Und so viele Möglichkeiten bietet, offensiv und auch defensiv. Natürlich wäre Mega-Latias prinzipiell ein bisschen besser, aber Latias ist halt auch ein super nices Mon und es kann halt diverse Items spielen und deswegen habe ich mich für Latias entschieden, vor allem weil ich ziemlich coole Ideen mit Latias hatte, wobei ich auch nicht ganz sicher war, in welche Richtung es gehen sollte, weil ich hatte eigentlich erstmal gedacht, dass ich einen Latias Mega Gardos Core baue, was natürlich auch ein cooler Core gewesen wäre im S-Rang. Ich habe mich dann am Ende ja ein bisschen umentschieden, aber dazu kommen wir dann ja. Dann kommen wir zu meinem zweiten Pick, und zwar mein Tangolos, denn ich liebe Tangela. Ich habe es in der letzten Season bereits gepickt und dachte mir, Alter, ich will nicht nochmal Tangela picken, aber ich will unbedingt endlich mal Tangolos haben, denn Tangolos ist meiner Meinung nach eines der besten A-Rang-Picks, deswegen habe ich es auch schon in der zweiten Runde genommen und auf meinen S-Rang-Pick da verzichtet, denn ich wollte unbedingt Tangolos haben, das war auf meiner Liste ganz, ganz weit oben. Eigentlich habe ich auch darüber nachgedacht, eben so einen Boreos T-Tangolos-Core zu bauen, was auch cool gewesen wäre, trotz der Eisschwäche. Aber machste nix, wurde dann ja weggepickt und deswegen auch Latias und Tangolos teilen sich die Eisschwäche, aber wir haben ja noch andere Pokémon, um das auszugleichen und Tangolos tankt halt auch so extrem viel. Es ist super vielseitig einsetzbar, offensiv, defensiv tankt es und haut Sachen raus und Tangolos ist super. Ich liebe dieses Pokémon und ich hoffe, es wird mich nicht enttäuschen. Als drittes habe ich mich dann ins B-Tier gewagt und das ist vielleicht ein Pick, der ein bisschen zu früh kam, aber ich wurde hart gesniped, weil eigentlich wollte ich als zweiten A-Rang-Pick direkt mein Terrakium nehmen, also nicht mein Terrakium, sondern ich habe gehofft, dass ich Terrakium bekomme, aber leider hatte das der liebe Felix, also mein Tube, gepickt, denn ich finde Terrakium ist mit 7 Move so gut, nur leider habe ich es nicht bekommen, deswegen musste ich ein wenig umdenken und habe dann gesagt, okay, ich gehe erstmal in den B-Rang und pack da schon mal meine erste Priorität weg, denn meine erste Priorität im B-Rang war Klavion. Denn Klavion bietet so viele Möglichkeiten. Ich habe da bereits vor ein paar Tagen, also ein paar Tage vor dem Draft, habe ich damit ein wenig auf dem GPA-Discord darüber geredet und es gibt so viele coole Sachen, die es machen kann, neben den Standardsachen wie Stachler, T-Wave, also Donnerwellen-Support oder generell Sträuch ist halt eine super schöne Fähigkeit. Es hat auch noch so ein paar andere kleine Gimmicks, die man nicht unterschätzen sollte und natürlich auch noch sowas wie Schmarotzer, Knuddler, Zauberschein, Nicht-Kanone als solide Angriffsattacken. Also Klavion ist einfach so ein Schlüssel, der einfach
in jedes Schlüsselloch passt, so gesehen. Also es passt auf jeden Fall in dieses Team, wie ich finde. Vor allem im Nachhinein muss ich sagen, dass Klavion das Team wirklich gut abrundet. Und ich bin zufrieden, dass ich es so früh gepickt habe, weil ich hätte es mir nicht erlauben können, dass das gesniped wird. So, apropos Snipes. Das war wahrscheinlich der Meme-Pick meines gesamten Teams und wahrscheinlich eines der Meme-Picks des gesamten Drafts. Denn in der zweiten Runde, kurzer Fun-Fact, wir sind jetzt schon in der dritten Runde. Ich war in der zweiten Runde nach dieser Person dran, wenn es mich nicht ganz täuscht. Und ja, wer hat in der zweiten Runde Akani genommen? Der liebe Barry, also Sin of Speed mit seinen Marvel Speedstern. Der hat einfach in der zweiten Runde sich Akani genommen. Wieso? Ich war einfach schockiert, als er das so früh gepickt hatte. Ich war halt in der ersten Runde dran, Latias, danach war er. Und dann hat er noch einen Pick kurz danach. Das heißt, ich hätte Akani halt als First Pick nehmen müssen, um es zu bekommen. Aber Akani kann ich nicht als First Pick nehmen. Auch wenn ich Akani liebe. So. Und ich dachte mir, okay, gut. Um jetzt hier das Meme wirklich zu vollenden. Und weil ich wahrscheinlich sonst niemals dazu kommen werde, dieses Pokémon zu picken, nehme ich Entei. Und ja, Leute, ich habe Entei im Team. Ich bin schockiert. Ich bin immer noch schockiert darüber, dass ich Entei im Team habe. Und jetzt kommen erst recht die ganzen Memes. Es gab auch schon einige Memes auf Twitter wegen, ja, Entei und Akani. Weil Akani ist natürlich besser, das ist klar. Aber ich habe jetzt Entei in meinem Team. War halt der vierte Pick. Wenn Akani bereits in der zweiten Runde weg ist, dann kann ich auch nichts machen. Naja, Entei ist trotzdem ein nices Pokémon. Also jetzt mal den ganzen Spaß beiseite mit den ganzen Memes, was weiß ich nicht was. Entei ist ein super nices Pokémon. Ein sehr, sehr guter Wallbreaker. Den hatte ich ja bisher noch nicht bei den letzten drei Pokémon. Natürlich kann Latias viel Schaden mit einem Draco-Meteor machen, aber so einen richtig nice Wallbreaker, der hat natürlich noch gefehlt. Und mit Entei habe ich den und das ist wirklich ein so geniales Pokémon, weil es einfach super viel Schaden macht. Natürlich nicht so gut wie Akani, weil es nicht so vielseitig ist, ganz klar. Aber in der Offensive gesehen macht natürlich Entei super, super viel. Und deswegen ist es auch ein solider Pick, keine Frage. Und apropos Wallbreaker und solider Pick, ich war mir unsicher, ob ich wirklich dieses Pokémon direkt jetzt draften sollte im B-Rang und meine B-Slots damit voll mache, aber ich habe mich dann dafür entschieden, das doch jetzt hier zu machen und Hariyama reinzupicken oder reinzunehmen, weil ich finde Hariyama ist ein super nices Mon. Ich hatte es einmal in der ersten Season, aber da hatte ich es auch nur glaube ich in der Rück- oder Hinrunde, weiß ich selber nicht genau und habe es glaube ich kaum verwendet, aber nebenbei, kurzer Spoiler schon mal, alle meine Pokémon hatte ich noch nie in der GPL außer Hariyama. Und ein Pokémon nur halb. Das kann man nicht ganz sehen, aber dazu kommen wir noch. Na, auf jeden Fall, Hariyama, super nices Pokémon, kann richtig, richtig viel Druck aufbauen, offensiv gesehen, kann fast immer safe einen Hit tanken und dann einfach super viel Schaden rausdrücken. Also, Hariyama, super. Ich kann nicht viel dazu sagen, hat auch viele Sets, was man hier mit der Fähigkeit machen kann, mit Adrenalin und Speckschicht. Sehr, sehr cooles Pokémon. So, und ihr seht jetzt auch, ich habe meine B-Rang-Pokémon voll, ich habe jetzt aber noch ein S und ein A leer. Und zu diesem Zeitpunkt waren so gut wie alle S- und A-Rang-Mons weg und ich dachte mir auch schon, okay, ich kann darauf spekulieren, die S- und A-Rang-Mons am Ende zu nehmen. Und ich war auch kurz davor, bis dann Glebber in in der vierten oder fünften Runde hat er das gesagt, also kurz davor, bevor ich Voltolust gepickt habe, hat er nämlich gesagt, ja, Present wird bestimmt nicht dieses Mon draften, weil er nicht eine weitere Eisschwäche haben möchte. So, und ich glaube, er war der Einzige zu dem Zeitpunkt, der ein S-Rang-Pokémon noch draften konnte. Oder einer der wirklich wenigen. Aber ich glaube, Glebber war der Einzige, wenn es mich nicht ganz täuscht. Das heißt, entweder spekuliere ich jetzt weiter darauf, dass Glebber am Ende erst Voltolust nimmt, oder ich nehme jetzt Voltolust, um alles sicher zu machen. Denn ich habe auch über Kaleo nachgedacht. Kaleo wäre auch ein nicer Pick gewesen, keine Frage. Water-Type ist auch nice, aber mit Voltolust habe ich noch ein bisschen mehr Speed. Ich habe die Möglichkeit, noch einen besseren Z-Move-User zu haben, den ich auch nebenbei habe. Wobei Latias auch ein nicer Z-Move-User gewesen wäre. Aber ich habe dann den Z-Kristall auf Voltolust gepackt, alleine wegen Ränkeschmied. Dann hat generell Voltolust ein solides Typing. Es hat einen richtig nicen Move-Pool und kann super, super viel hart treffen. Und mit 111 Speedbase ist es sowieso nochmal sehr nice, weil es eben viele 110er outspeedet. Also Voltolust ist ein super cooles Pokémon. Ich habe es bisher noch nie gespielt. Ich habe mir aber auch im Vorfeld bereits gesagt, vor dem Draft, dass das ein cooles Pokémon wäre. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich es drafte. Also vor dem Draft habe ich mir Voltolust T nicht aufgeschrieben. Ich dachte mir nur, ich meine Voltolust Eye, ich dachte nur,
Das wäre nice in meinem Team. Also es wäre nice, wenn ich das haben könnte, aber ich werde es wahrscheinlich nicht draften, weil ich komplett andere Pläne eigentlich hatte. Aber meine Pläne wurden teilweise über Bord geworfen durch auch ein paar Snipes und so weiter, sodass ich dann eben Voltolos Ei genommen habe. Und ich bin damit auch super zufrieden. Super nices Pokémon. Natürlich eine weitere Eisschwäche, aber wir haben jetzt auch schon 3 Eisresistenzen mit Speckschicht Hariyama, Entei und Klavion. Und apropos Eisresistenzen, ich habe mich dann in meine C-Rang-Pick begeben oder zu meinem C-Rang-Pick begeben mit Aquana, einem Bulky Water-Type. Bulky Water-Types sind immer wichtig in diversen Teams. Ich hatte, glaube ich, letzte Season gar keinen Bulky Water-Type. Also zumindest in der Rückrunde hatte ich es dann ja mit Rotom Wash. Aber in der Hinrunde hatte ich keinen Bulky Water-Type und das ist schon wichtig. Also vor allem jetzt hier mit dieser Eisschwäche kann ich das sehr gut gebrauchen. Und Aquana bietet tatsächlich sehr viele Möglichkeiten mit Wish-Support. Mit generell natürlich Siedewasser, Burns sind immer nice. Natürlich ist die Staffette auch sehr cool. Vitalglocke, also generell ein schöner Supporter, der gut ins Team reinpasst und ganz gut mit den anderen Pokémon synergiert. Also ich bin da schon echt zufrieden mit. Also vor allem Aquana und Tangolos haben natürlich eine sehr nice Synergie. Deswegen, ich bin damit sehr zufrieden. Und da gibt es auch nicht viel zu sagen, außer dass ich denke, dass Aquana auch sich ganz gut im Team machen wird. Als nächstes habe ich mich dann zu meinem D-Tier-Pick begeben und eigentlich hätte ich das wahrscheinlich nicht so früh draften müssen, aber ich wollte nicht nochmal gesniped werden, weil ihr müsst wissen, ich hatte erstmal als weiteren C-Rang Keifel geplant. Keifel ist ein super nices Pokémon, so ein kleines Mammutel eben, was bulkier ist, aber dafür natürlich nicht so viel reinhaut und langsamer ist, aber trotzdem ist Keifel nice für einen C-Rang. Aber leider hatte mir Laos das wirklich ganz kurz davor, nee, nicht Laos, das war nicht Laos, tut mir leid, das war der liebe Henrik, oder nicht ganz so liebe Henrik, der hat Keifel mir weggesniped, so gesehen, und deswegen musste ich mir eine Alternative überlegen und Colossus stand schon relativ früh auch auf meiner Liste für D-Rang-Picks, weil es eben ein super cooles Pokémon ist, mit den Tarnsternen, die es jetzt in der Gen, beziehungsweise in Ultrasonne und Ultramond dazu bekommen hat, auch nochmal sehr viable. Dann habe ich noch einen Spin-Blocker dazu bekommen, also ein Geist-Pokémon, was die Turbodreher komplett abfangen kann, denn die Stachler sind ja zum Beispiel auch eine sehr coole Sache auf Klavion und die kann ich dann eben in Kombination mit Colossus auch immer sehr gut spielen und deswegen Colossus ist ein solider Pick. Ich weiß nicht, ob es so oft mitkommt, ich hoffe es. Ich weiß auch nicht, wie es wirklich jetzt hier sich in meinem Team verhalten wird. Ich würde es gerne sehr oft sehen in meinem Team, aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich kann Colossus nicht einschätzen. Das war auch wirklich eher ein spontaner Pick, weil ich habe mich eher auf eben Keifel fokussiert, wobei ich auch über Regirock nachgedacht habe, auch ein nicer Pick, aber ich wollte halt noch einen Ground-Type haben, also einen Boden-Pokémon und das bekomme ich eben mit Colossus und deswegen Colossus ein super cooles Pokémon und mal gucken, wie cool es in der GPL sein wird. Und dann kommen wir zu dem Pick, wo ich gesagt habe, dass das so gesehen ein halbes Pokémon ist, was ich schon mal mitgenommen habe, aber nicht ganz. Und zwar Absol. Ich habe das normale Absol genommen und nicht Mega Absol, weil ich zwar Mega Absol nice finde, aber ich wollte ein anderes Mega-Pokémon picken. Und ich war auch relativ sicher, dass ich das bekommen werden würde ab dieser Stelle, weil nur noch Bene im A-Rang einen Mega hätte picken können. Und ich war mir sehr sicher, dass dieses Pokémon nicht in sein Team passt. Und deswegen habe ich mich dann für Absol im D-Rang entschieden, weil das ein super nicer D-Rang-Pick ist. Ich meine, das hat einen 130er Base-Attack mit Schwertanz und Tiefschlag, noch eine weitere Priorität, die dem Team auch nicht schadet. Ein super, super nices Pokémon. Dann noch ein bisschen mit Donnerwellen-Support von Klavion oder Voltolos Eye. Und dann macht hier Absol zack, zack mit den Teams. Also ich denke wirklich, dass Absol gar nicht mal so ein schlechter Pick ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich so oft mitkommen wird. Ist halt auch wieder ein D-Rang-Pokémon. Aber ich denke, dass es seine Nische finden wird und hoffentlich auch mehr als ein- oder zweimal dabei sein wird. Das würde ich mir sehr hoffen. Das muss ich dann aber natürlich bei den einzelnen Matchups mir angucken. Das kann ich jetzt natürlich noch schlecht bewerten. Aber sonst ein solider D-Rang-Pick, würde ich sagen. Und damit bin ich auch sehr zufrieden. Dann kommen wir zu meinem vorletzten Pick und zwar meinem C-Rang und damit letzten C-Rang-Pick, Aerodactyl. Denn ich habe bisher nicht so wirklich schnelle Pokémon. Mein schnellstes ist Voltolos Ei, danach kommt Latias, aber nichts ist wirklich darüber. Und mit Aerodactyl habe ich eine super schöne Speedbase von 130. Ich habe einen weiteren Tarnsteinleger, ich habe einen niceen Suicide Lead oder vielleicht auch mit Verhöhner, so einen kleinen Stallbreaker oder sonst irgendwas in der Art. Also dieses Pokémon ist auch ein solider C-Rang-Pick. Ich bin damit auch sehr zufrieden. Regirock war wie gesagt auch geplant, aber dann ist doch vielleicht die Initiative ein bisschen wichtiger.
denn bisher habe ich ein wirklich eher langsameres Team, aber auch nicht so langsam. Also ich habe langsame Pokémon, aber dafür auch dann sehr schnelle Pokémon. Und deswegen ist Iodashiel eben auch ganz cool, um nochmal so ein bisschen den Speed in die Höhe zu treiben. Und damit bin ich dann auch, wie gesagt, sehr zufrieden. Also bisher bin ich trotz der Snipes eigentlich zufrieden mit meinem Team. Ich habe jetzt wirklich kaum Sachen, wo ich wirklich so sagen würde, okay, das ist richtig, richtig schlecht. Also natürlich hätte ich ein paar Picks erstmal anders geplant, falls ich überhaupt Planung hatte. Also die unteren Picks, die hatte ich halt wirklich kaum geplant. Aber doch, das Team sieht bisher solide aus und wird abgerundet von meinem letzten Pokémon, und zwar von meinem A-Rang-Pick oder A-Tier-Pick, Mega Beboar. Mega Beboar ist super nice. Das wollte ich ja schon letzte Season haben. Habe ich dann ja nicht bekommen, weil es mir damals gesniped wurde. Damals, kleiner Fun-Fact, wollte ich sogar auch den Mega Beboar Latias-Core haben. Also das ist tatsächlich auch zustande gekommen, was ich interessant finde. Wobei das eben, wie gesagt, anfangs gar nicht so geplant war. Denn eigentlich wollte ich ja anfangs normales Latias und Mega Gyarados auch picken. Mega Gyarados ist auch ein cooles Pokémon, aber ich habe mich dann eben für eine andere Variante entschieden, die Mega Beboar-Variante, und die finde ich super cool, weil wir haben jetzt nochmal ein super schnelles Pokémon, ein weiteres sehr schnelles Pokémon, was extrem viel Schaden macht, mit Stachelfinale eine sehr schöne Attacke seit Gen 7, denn natürlich wurde die Base-Power von Stachelfinale geboostet. Und generell ist es cool auf Mega Beboar, um solche kleinen Kills zu holen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ein Pokémon schon angeschwächt ist, und dann nochmal einen Kill zu holen und dann einfach plus 3 zu gehen. Also super, super cooler Cleaner. Und generell ist Beboar ein nices Pokémon für die GPL. Ich weiß, dass in der dritten Season Regi super viel Arbeit damit gemacht hat. Und ich denke mal, dass tatsächlich Mega Beboar auch in diesem Team sehr nice aussieht. Also ich werde mal schauen, wie das so läuft, aber ich bin super zufrieden. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Voltron gewollt, aber sonst ist super, alles super, super nice. Also wie gesagt, Voltron ist immer sowas, was ich immer gerne fahre. Aber wir haben hier auch einen coolen Voltron-Core, bestehend aus Mega Beboar und Voltron's Eye. Und generell ist das Team cool. Ich bin einfach zufrieden. Es ist ein cooles Team. Es ist vielleicht nicht das beste Team, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich wüsste aber nicht, was das beste Team ist, weil ich finde, alle Teams sehen irgendwie super random dieses Mal aus, weil wir diese neue Tieraufteilung haben mit S-Rang, A-Rang, B, C und D. Das ist deswegen alles so ungewohnt und die Teams sehen ein bisschen komisch aus, aber ich mag mein Team. Und ich freue mich, damit spielen zu können, dann am allerersten Spieltag gegen den lieben Capgolord, also Capgosport, und mal schauen, wie das dann so laufen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir diese Season gewinnen werden. Ich werde natürlich mein Bestes geben. Ob das klappt, mal schauen. Das Team ist solide, würde ich sagen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze unterhalten. Es tut mir leid für kleine Versprecher oder so, aber ich habe das Ganze nach dem Draft aufgenommen, weil ich einfach jetzt gerade noch so im Hype war und ich musste das jetzt einfach aufnehmen. Deswegen, ja, man hört sich auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.